Mein Name ist Werner Sobeck und ich war für 2 Jahre lang der Präsident der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Ich bin Architekt und Ingenieur, Hochschullehrer in Stuttgart und Chicago und habe eine Reihe von Planungsbüros, die weltweit Gebäude bauen, die besonders nachhaltig sind, aber die, und das ist das Wichtige, nicht so aussehen, sondern atemberaubend schön sein sollen. Wir haben in Deutschland ein großes Wissen um das nachhaltige Bauen, insbesondere auch hinsichtlich den Technologien zur Nachhaltigkeit. Wir haben in unserer Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen den vielfachen Wunsch, aus dem Bauschaffen, aus dem Planerschaffen, aus der Kreditindustrie heraus aufgenommen und haben einen Fundus des Wissens verbunden mit einem Zertifizierungssystem entwickelt. Es ist vollkommen klar, dass einzelne Marktteilnehmer hier zunächst mal Sorge haben, ob das für sie vielleicht das Richtige ist oder ob sie hier vielleicht zu kurz kommen. Ich finde es bedauerlich, dass zurzeit in Deutschland manche der Meinung sind, dass sie hier vielleicht irgendwie nicht richtig vorkommen oder nicht richtig beitragen können. Wir haben ein sehr offenes Haus in der Entwicklung dieses Systems. Wir haben eine weltweit einmalige Position. Wir kooperieren mit mehr als 20 Ländern, die mit Applaus das begrüßen, was wir gemacht haben und es übernehmen und adaptieren. Von Brasilien über Russland bis nach China, von der Schweiz über Italien bis nach Rumänien. Und ich denke, wir sollten aus der Verantwortung für die nach uns kommenden Generationen, aus der Verantwortung für die Umwelt, aber auch aus einer Verantwortung für die Chance, die das für uns marktwirtschaftlich in Deutschland bedeutet, endlich damit aufhören, Partikularinteressen einzelner Wirtschaftsverbände oder Gruppierungen oder Regierungsbeamter voranzutreiben. Wir sollten uns einigen, eine Sache gemeinsam voranzutreiben, zum Wohl der nach uns kommenden Generationen. Dies ist unsere Verantwortung. Dafür steht die DGNB offen, dafür stand sie immer schon offen.